Stell dir vor, es gäbe eine Compound-Armbrust, die richtig Wumms hat, die man aber sehr einfach spannen und auch schießen und bedienen kann. Und stell dir vor, dieses Ding wird wahnsinnig fette Geschwindigkeit haben und trotzdem kinderleicht zum Spannen und auch zum Schießen sein. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie cool das wäre. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn du wissen willst, was dieses neue Teil, die Siege 300 von EK kann, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Siege 300. 150 Pfund hat dieses Teil hier mit diesen Compound-Wurfarmen. Sehr schlank, extrem schlank. Also es geht nicht breit nach draußen, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr schlanke Armbrust. AR-15 schafft, gefällt mir irrsinnig gut und lässt sich großartig leicht spannen. Denn das ist ja immer wieder der Punkt. Ich habe ja viele andere Armbrüste schon vorgestellt. Wie ist das da? Am Boden mit den Spannkörpern, ja, raufspannen, klick. Pfeile einlegen, schießen. Und bei diesem netten Teil brauchst du einfach nur das hier machen. Verschlusshebel öffnen. Dann bewegt sich das gesamte System nach vorn. Dann reißt du sozusagen, das ist wichtig, dieser Punkt, da komme ich dann nachher noch dazu, das ist wirklich wichtig, dass die Sehne bis ganz nach vorn gespannt wird. Und spannst nach hinten und ich bin sicherlich kein starker Mann. Wirklich nicht. Bin aber auch kein schwacher Mann. Einfach so mittendrin. Und das ist überhaupt kein Problem. Meine Frau schafft es gerade noch so, aber so klassisch, so, meine Frau ist nicht die stärkste, muss man gleich dazu sagen. Das ist wirklich kein Problem. Ich meine, besonders dann hier hinten, überhaupt kein Thema. Ist nämlich anders wie bei Edda. Bei der Edda, die hat 130 Pfund. Bei der ist es so, dass es am Anfang relativ leicht geht und am Schluss musst du reinhackeln sozusagen. Das ist hier bei unserer Siege 300 etwas anders. Und auch das Entspannen wieder hier nehmen und langsam nach vorgehen. Und das ist ein ganz großer Vorteil, weil nämlich hier am Anfang ist es schwer und wenn du über diesen Widerstand drüber bist, dann ist es wirklich kinderleicht. Und das ist der große Vorteil bei diesem Teil hier. Taugt man irrsinnig, taugt man wirklich irrsinnig. Und du hast es ja jetzt auch vorher beim Schießen wahrscheinlich gehört. Macht das pfeift richtig. Übrigens, 150 Pfund. Es wird auch einen Wurfarm geben mit 95 Pfund, wie ich gehört habe. Das dauert aber noch ein bisschen. Aber schau ganz einfach auf meinen Webshop. Dort kannst du dich auch eintragen, wenn du das willst. Sache erledigt. Dann Pfeile, Bolzen. Hier, einklickt. Keine Sorge. Ich bin hier auf Waldurlaub.de. Es ist rundherum niemand. Ich kann hier niemanden gefährden, außer mich selbst. Daher kann ich das auch gerne so halten, ja? Weil auch immer wieder Kommentare kommen, das kannst du doch nicht machen. Ja, ich kann das hier schon machen, das ist rundherum nichts. Schau mal her. Das heißt, der Bolzen, der jetzt standardmäßig, ich weiß jetzt nicht, wie viel dabei sind, schaust du im Shop an, 15,5 Zoll, der steht bis hier vorne raus. Ja, das heißt, da kann man dann auch noch Broadheads, Botkins und andere Dinge montieren, habe ich dann auch noch alles da. Ja, und du hast eine sehr, sehr schlanke, wirklich sehr, sehr schlanke Armbrust. Ein bisschen über 3 Kilo, leicht kopflastig, aber nicht so stark kopflastig, wie ich das von anderen Armbrüsten kenne. Die Titan zum Beispiel, obwohl sie eh auch leicht ist, ist sehr kopflastig, fällt mir jetzt ein. Auch es fühlt sich irgendwie wie eine Raven an, nur ein bisschen ein bisschen schwerer. Ja, die Raven ist noch einmal ein bisschen leichter. Und ein anderes System, das ist mir schon klar. Aber einfach so vom Gefühl her ist wirklich sehr, sehr leicht. Sicherung hier. Und dann mit dem mitgelieferten Zielfernrohr. Rawumsti, kabumsti machen und du hörst es. Rack. Da ist wirklich einiges an Speed auch drauf. Daher bitte darauf achten. Und das ist ganz häufig ein Fehler, den wir bei unseren Kunden sehen, dass sich die Mittelwicklung auflöst, weil da nicht genügend geschmiert wurde. Ich riech das richtig. Das riecht man richtig, weil einfach so viel Power dabei ist. Also das ist wirklich, wirklich einfach cool. Und das Beste ist, und das kann gleich weitergehen. Pfeile für die Siege gibt es auch. Da steht auch Siege drauf und so weiter und so fort. Und wenn ich die jetzt vergleiche mit den langen Edda-Bolzen, die sind, glaube ich, auch 15,5 oder haben die nur 15? Nein, die haben 15. Sieht man auch dann vorne den kleinen Unterschied. Die Edda-Bolzen, ja, oder auch für die R9, haben 2 Federn und die hat 3 Federn,
zwei rote, eine weiße. Ich gehe davon aus, dass die weiße nach unten gehört, so mache ich das zumindest immer. Schraubbare, ja, Spitzen, das bedeutet, du kannst ganz normale Feld- und Übungsspitzen verwenden, kannst aber auch dir Botkin-Spitzen zum Beispiel besorgen oder diese Fangspitzen hier und so weiter. Das ist das billigste Eigenwerbung hier ist, dieses Video. Das muss dir hundertprozentig klar sein. Das ganze Zeug gibt es natürlich bei mir im Shop. Schau dir das ganz einfach an. Das geht sich gut aus. Und ja, aber sonst der Durchmesser von den beiden ist eigentlich gleich. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wirklich mit denen jetzt hier zu schießen. Aber es müsste eigentlich gehen, denn auch die Nocken hier hinten schauen zumindest optisch. Ich weiß nicht, ob da vom Material hier irgendetwas anders genommen wurde, aber schauen ziemlich gleich aus. Das passt einmal ganz gut. Was nicht reingeht, habe ich schon ausprobiert, das sind jetzt die dickeren. Es gibt auch deutlich dickere Bolzen und Pfeile, die passen nicht rein. Ja, aber wenn du in der EK-Linie bleibst, geht sich das gut aus. Also ich nehme jetzt ganz einfach einen beschnähten Fang. Ja. Wie gesagt, gibt es auch bei mir im Shop. Das ist eben ein Broadhead. Setzen wir jetzt ein, schauen, dass der schön in einer Ebene ist, dass der dann ja, schön mitfliegt. Könnte man auch, was auch immer, was es da alles gibt, an Montage verwenden. Ja, Sitch ist schon vorgespannt. Einlegen. So. Und da muss man halt jetzt schauen, dass man niemals nie irgendwo, und das bitte auch die Bedienungsanleitung lesen, da irgendwo mit den Fingern zwischen die Sehne da reinkommt, denn sollte das aus irgendeinem Grund losgehen, Halleluja, Halleluja, dass das ich gehört. Ja. Steht also dann so ein Stück weit raus, also das geht sich auch gut aus, weil diese Frage auch immer wieder kommt. Ja. Überhaupt kein Thema. Man könnte auch mit Bolzen schießen, die länger sind. Auch mit kürzeren Bolzen ist das denkbar, das zeige ich dir dann nachher noch. Aber jetzt wollen wir noch einmal schießen mit der Sicherung. Das Problem ist, ich habe jetzt hier eine Stronghold, gebe ich da auch unten den Link, auf die ich schieße. Und ich habe das jetzt schon einige Mal gemacht, dann sicher mal wieder, sicherheitshalber. Der Punkt ist, diese Bolzen gehen wirklich verdammt tief rein. Du kannst extrem eng zusammenschließen, das geht sich echt super aus. Das Zielfernrohr, das standardmäßig mitgeliefert wird, ist für diese Armbrust absolut ausreichend. Natürlich kann man da jetzt auch noch mehr tun. Wir haben auch andere Zielfernrohre im Shop, also das ist alles überhaupt kein Thema. Aber was ich damit sagen will, ist, das Ding ist wirklich giftig. Das ist richtig giftig. Und ich versenke die da hinten in dieser Stronghold auf dieser Distanz. Weiß nicht, das sind 12 Meter oder so irgendwas. Also bitte, bitte, wenn du dir so ein Ding besorgst, was ich dir nur nahelegen kann, macht wirklich Spaß, schau, dass du wirklich eine gute Pfeilfangmatte hast, weil abartig. Ich werde den jetzt wahrscheinlich auch gar nicht rauskriegen. Den muss ich jetzt sozusagen sponsern. Und? Ja, also da steckt er drin, ja, da ist noch ein Fenris-Pfeil drinnen, der steckt jetzt so weit da drinnen und mit dem, du siehst auch den Schnitt, ja, ich hoffe, du kannst das gut erkennen, sind auch noch Pfeile von der Stinger drin, diese blauen da, die meine nicht, sondern da, das ist richtig der Schnitt, ja, also das Ding ist wirklich abartig, den kriege ich jetzt gar nicht mehr raus. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den nicht rauskriege. Aber da sind noch andere drin. Da zum Beispiel habe ich mal aus ganz kurzer Distanz geschossen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Nein, ich muss mich korrigieren. Das ist jetzt eigentlich ziemlich leicht rausgegangen. Ist eigenartig. Manchmal schieße ich auf diese Pfeilfangmatte, also auf diese Stronghold und man kann das überhaupt nicht rausziehen. Und dann wiederum, das war jetzt wirklich ganz einfach. Also da muss ich korrigieren, die Stronghold funktioniert gut dabei. Im Standardlieferumfang ist hier auch eine Pfeilhalterung mit dabei, die habe ich nicht montiert, wenn man die am WK geht. Brauche ich auch nicht. Es wird sicherlich in Kürze auch ein Magazin dazu geben, aber das einmal an einer anderen Stelle, das soll so sein. Hier jetzt, wenn wir uns das anschauen, da, die Picatinny-Schiene, die ist etwas geneigt. Ja, die ist etwas geneigt. Das heißt, wenn ich da jetzt durchschaue, also mir kommt das zumindest so vor, dass die nicht ganz hundertprozentig parallel ist. Und ich gehe davon aus, dass die das absichtlich gemacht haben, weil du ja immer damit rechnen musst, dass du eine andere Flugbahn des Pfeils hast, als du die Sichtlinie hast, die ja immer eine gerade ist. Aber der Pfeil fliegt ja im Endeffekt
Ja, so kann man, könnte man schießen, wenn man das wollte. Keine Sorge, ich habe es nicht gespannt, also es kann nichts passieren. Und bitte Kinder, wenn ihr mit solchen Sachen arbeitet, bitte aufpassen, dass ihr nicht irgendwelche Leute auf irgendwelche Menschen oder sonst irgendetwas zielt. Das ist eh ganz klar. Also wie gesagt, ich bin hier allein auf Alto Labate und da ist das was anderes. Hier ein 4x32 Zielfernrohr, da kann man auch das ein Leuchtabsehen einschalten, so dieses Blau. Und gibt es eine andere Farbe auch? Ja, Rot und Blau, glaube ich, hieß es. Ja, das passt auch ganz gut. Insgesamt ein sehr, sehr, sehr stimmiges System. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin vielleicht nicht stark genug. Ja. Es gibt auch noch eine andere Spannmöglichkeit, die ich halt rausgefunden habe, die, wie gesagt, alles auf eigene Gefahr. Bitte aufpassen, bei Anbrüsten ist kein Spaß. Das heißt, ich spanne jetzt nach vor und setze jetzt hier die Armbrust aufpassen, dass da nichts auskommt und spannen sie jetzt zum Beispiel so. Ja, wichtig ist, hast du das Klack gehört? Das ist wichtig. Das heißt, ich nehme die Armbrust, den Schaft hier hinein und drücke mit meinem Gewicht nach unten. Auch das geht. Im Standardlieferumfang ist auch hier vorne so ein Zweibein mit dabei. Das kann man aber nicht klappen, das ist einfach fix. Das habe ich noch kein einziges Mal benutzt, das liegt hier rum, brauche ich nicht. Kann man natürlich nutzen, es ist keine schlechte Idee, dass man jetzt zum Beispiel aufgelegt schießt. Ja? Aber anders, wenn ich mich jetzt hinlegen müsste, was ich heute wirklich nicht machen werde, dann habe ich das Problem, dass ich mich auf die Seite drehen muss und dann die Armbrust spannen, weil ich ja hier diesen Hebel bewegen muss. Daher ist dieses Zweibein cool, wirklich cool, am Tisch, am Schießstand, wenn ich irgendwo aufgelegt schießen kann. Aber jetzt im rein, ich sage jetzt mal praktischen, oder taktischen oder im jagdlichen Bereich vielleicht nicht ganz ideal, aber das macht nichts. Das Zweibein ist trotzdem cool. Gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ja, insgesamt wirklich, wirklich ein lustiges Teil. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was sonst noch alles dabei ist. Geh in meinen Shop, das ist der Lieferumfang enthalten. Aber da hier an der Stelle, das ist so eine Ausnehmung. Ich gehe davon aus, dass da, es ist ja ein Riemen mit dabei, dass hier der Riemen montiert gehört. Ja? Das musst du anschauen. Ist auch eine coole Bedienungsanleitung mit dabei. Also das ist überhaupt kein Thema. Bevor ich jetzt dann das Outro mache, also fertig bin damit, mag ich noch eine Sache festhalten. Ich habe das Ding jetzt schon einige Zeit getestet und ausprobiert und immer wieder damit geschossen. Und für mich gibt es einen ganz wichtigen Punkt, den ich hier mitgeben will noch einmal. Bitte, liebe Leute, wenn wir das da nicht pflegen, wenn wir nicht schauen, dass das hier immer schön, also es verleitet einfach dazu zu ballern, blum, 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 weil ich immer nur Spannen brauche und schieße. Und da vergisst man dann gerne, dass man immer wieder mal da ein bisschen Wachs oder sonstiges reinknallt. Und das ist bei dem Ding wirklich brutal. Es ist wirklich brutal. Also bitte darauf achten, auf die Pflege mit Silikonspray oder mit dem Wachs. Ja, ist wichtig. Ich werde jetzt noch abschließend noch einen kleinen Schusstest gemeinsam mit dir machen, ja, bevor ich das jetzt wirklich komplett fertig bin. Also ich werde jetzt einen Broadhead nehmen und mit den normalen 15 Zoll der Adder verschießen. Also ich traue mich das jetzt einfach, ich werde aber meine Brille aufsetzen. Made in Austria, cooles Style, gebe ich da auch unten den Link, schau dir das an. Das ist meine Lieblingsbrille mittlerweile seit dem Sommer. Und was ich vorher sagen wollte ist, du hast hier bei der Armbrust, hier vorne, da ist eine Ausnehmung. Ist das Design? Ich weiß es nicht. Aber das bedeutet auch, ich mache das jetzt im ungespannten Zustand, dass du natürlich auch Pfeile einlegen kannst, die zum Beispiel hier am Broadhead sitzen. Du musst dir das aber anschauen. Ich würde keine kurzen Adder-Pfeile schießen oder sonstige R9 EK-Pfeile. Also ich glaube, dass das Ding einfach zu viel Power dafür hat, dass das wirklich Spaß macht. Vielleicht, wenn dann die kurze Version, also die kurze Version, nicht kurze Version, die geringere Version, ich bin schon komplett blöd, Entschuldigung, die 95 Pfund Version heraus ist, dann vielleicht. Aber mit der hier, also ich würde das nicht tun. Ich würde das wirklich nicht tun. Aber ja, jetzt probieren wir mal das aus mit einem Botkin. Oh, bin gespannt, wie da das Schussbild ist. Ja, geht auch. Geht auch ohne Probleme. Hat gut funktioniert. Also überhaupt kein Thema. Und einmal schießen wir jetzt noch. Und zwar, ich habe ja vorher böse über die Stronghold gesprochen. Ja, tut mir wirklich leid. Dabei ist halt Folgendes zu sagen bei der Stronghold. Ich habe da jetzt wirklich ein paar Pfeile drin und das schauen wir uns dann jetzt nachher an. Die einfach
nicht wirklich, ich das wirklich rauskriege. Und ich möchte das jetzt zeigen, nicht, dass du da jetzt einen falschen Eindruck gewinnst. Das will ich natürlich nicht. Und weil das Schießen mit Brille so cool ist, machen wir es gleich noch einmal. Und da sind wir jetzt, gell? Also, das sind jetzt die Pfeile, die ich geschossen habe, die letzten. Da ist dieser Adder-Pfeil eigentlich, oder R9-Pfeil mit dem Botkin. Und den da zum Beispiel, den kriege ich nicht raus. Ja? Ich kann da ziehen, was ich will. Ja, Alter, ich krieg den nicht raus. Ja? Der hier, das ist der auch von der? Ja, ich glaube auch. Ja, der ist schon ein bisschen länger drin. Ja? Den habe ich jetzt rausgekriegt. So, dann. Ja, ich kriege ihn nicht. Ich kann sie nicht packen. Ich kann sie einfach nicht packen, weil sie. Schau dir mal die Stronghold an. Ja? Die hat E3. So, dieser Schlaufen oder dieser Bereich, diesen Schaumstoffbereich, und das dringt so tief ein, das ist teilweise gar nicht, ich kann es nicht packen, ich krieg's nicht, da sind die Wains sogar mit eingebaut. Muss ich dann nachher so diese, da gibt es so ein Ziehdingsbums, das ist gar ein Kunststoffteil, werde ich das dann versuchen rauszukriegen. Aber nur, dass du ein Gefühl hast, auf die Distanz durchschlägt das Ding, eigentlich stehen da hinten raus, ja? Der Broadhead schaut hinten raus. Da auch, also die Sitsch ist so giftig. So, aber jetzt das endgültige Fazit. Eine absolut großartige Armbrust. Macht richtig Spaß, auf Distanz zu schießen damit. Ja, noch kann man noch weitergehen. Es ist heute wieder, es ist immer so blöd. Immer wenn ich Zeit habe zum Filmen, für solche Dinge ist es neblig und da will ich nicht weiterschießen. Werden wir aber machen, werden wir alles machen. Ist wirklich großartiges Teil, sehr schön durchdacht, taugt mir total. Hat man endlich die Möglichkeit, eine wirklich starke, massive Armbrust auch kinderleicht zu spannen, weil wie gesagt, das ist wirklich nicht schwer und ich habe da auch eine andere Methode gezeigt. Also das ist wirklich super, gefällt mir sehr gut. Bin dann gespannt, wenn von EK Archery ich sage jetzt mal, leichtere Wurfarm mit 95 Pfund rauskommt, auf das freue ich mich. Und es wird einiges an Magazinmöglichkeiten geben im Nachrüst, nicht von EK direkt, sondern eben im Sekundärmarkt, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Man muss aber dazu sagen, alles, was ich da schon gesehen habe, ist halt einiges an Aufbau. Das heißt, du hast dann hier einen Aufbau mit den Pfeilen drauf. Ist okay, kann man gern tun, ist super. Vielleicht auch im Freien schnell damit zu schießen, das ist sicher super, macht extrem Spaß. Ist natürlich nichts für jetzt Innenräume oder sonst irgendwas, bei der Power absolut keine Chance. Aber ja, das macht dann das Ding noch einmal viel, viel, viel interessanter und noch einmal genialer, wenn es dann am Sekundärmarkt zum Nachrüsten auch ein Magazin dazu gibt. Das wird auf jeden Fall spaßig. Und einmal muss ich mir das jetzt noch geben, weil es einfach so viel Spaß macht. Das war's jetzt. Wenn du so ein Teil willst, komm in meinen Shop. Das Ding macht extrem Spaß. Macht wirklich, wirklich extrem Spaß. Wenn du einen Kommentar schreiben willst, würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Daumen nach oben oder nach unten. Und was hältst du davon? Wo ist das Einsatzgebiet? Wie siehst du das? Wie siehst du die Power? Braucht man die Power? Und sowieso und überhaupt. Daumen nach oben oder nach unten. Abo da lassen in meinen Shop ein paar andere Videos. Das hat mich gefreut. Dein René Rossmann.